Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Aquarium Skies. Heute wieder mit Camtasia Studio, wie ihr schon in der letzten Folge gesehen habt. Die Folge könnte ein bisschen später rauskommen, dafür entschuldige ich mich schon mal im Vorhinein. Ja, ich habe ein bisschen schöner gemacht mit Panels. Ich habe ein bisschen offscreen die Welt noch schöner gemacht halt. Aber mir ist was aufgefallen, wir haben bis jetzt ja kaum Energieprobleme bis da hinten. Und um das Problem zu lösen, hier die Kabel sind auch alle hinter Covers. Die werde ich dann auch offscreen setzen, aber wir müssen ja was craften. Und wie wir hier sehen, können die nur eine bestimmte, also die Energie, können eine bestimmte Menge passen. Und jetzt deswegen gehen wir hier mal auf Let's. Nein. Nicht Let's, sondern Wet. Energieleitung. Die vergessen wir dahin. Wir haben auch noch genug Covers, um die eben ehrlich zu setzen. Wo ist hier die Redstone? Da. Energieleitung. Und die aus der Redstone Energie Conduct. Gehärtetes Glas. Lead und Pulverized Obsidian. Das und das Lead. Ob sie. Ja. Das ist unser Induction-Smelter. Wir lassen es mal ein bisschen durchbrennen. Ich will dann demnächst noch viel mitmachen, jetzt wieder Neues eingefahren, was man machen kann. Da geht es Lava rein, da geht es System rein, die Energie. Gut. Wie die funktionieren, weiß ich jetzt nicht genau. Müssen wir mal gucken bei Gelegenheit. Die Lava ist alles, weiß ich. Gucken, wie viel jetzt schon hergestellt sind. Wusste ich doch, dass wir maximal 16 da rauskriegen. Ob die Tian, die zwei Stacks, die wir noch drin haben. Ja, stimmt, damit können wir Eis herstellen. So. Weil das waren 56 und waren 8 Stück und 1, immer. Genau. Und dann gehen gleich zwei Gläser. Also insgesamt zwei Obsidian. Und ein Lead. Das ergibt gehärtetes Glas. Noch einmal durchschmelzen lassen, können wir die reinpacken. Plötzlich durch 8 und 5, 6.
3. Zwei. Wir haben 64. Also Decke hat das Glas insgesamt hergestellt. So, bitte. Vielleicht wird auch in den nächsten Folgen mein Freund dann wieder dabei sein. Weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall. Blei. Und jetzt gehen wir wieder wet. Red. Und da ist die, die wir füllen müssen. Lektium. Bitte. Wir wollen noch ein Stack. Die packen wir mal hier rein. Und leeren. So, hoffentlich ist der mal leer hier. Ne, das hier war das Flüssigkeitstransporter. Ist nicht leer. Weil da füllen wir mal erstmal ein Stack rein. Hier müssen wir den Redstone gleich machen. Redstone haben wir noch nicht. Ich guck mal, wie weit lang es noch, also wie lang die Folge schon ist. Bis so, ich habe jetzt hier einen Redstone gefarmt werden nach dem Schauen, weil das Farm will ich ja nicht bei euch reinpacken. So, da haben wir Redstone. Das soll natürlich nicht da rein, sondern da brauchen wir flüssiges Redstone. Hundert. Wenn wir hier Schiff können, kann 10.000 RF halten. Und dann dürfen wir auch keine Energieprobleme mehr haben. Das heißt, eine Rüstung gleich eine Pipe. Und davon machen wir jetzt mehrere Stacks. Energie haben wir auf jeden Fall genug. Schwankt auch nichts und es verbraucht. Doch hier schwankt es ganz schön. Gut, wir machen mal ganz kurz. Hier die schöne Verkleidung ab, die ich ran gemacht habe. Lassen die Beine. So. Auch wenn die Energie jetzt zum Erschaffen vielleicht nicht. So. Hat sie jetzt zwar wahrscheinlich vernichtet, die Kabel, die hätte ich noch gebraucht, jetzt ganz kurz.
Aber die Covers habe ich wenigstens eingesammelt. Brauche jetzt gerade eh nur Energie hierfür. 29. So. Ich habe Caps außerdem gerade drin gehabt. Du bitte. Das sind jetzt die ersten Schritte, die ich jetzt bis jetzt erst mal gemacht habe. Und wie wir sehen, füllt sich die jetzt auch schneller auf, als die sich leert. Zumindest gleich schnell. Und dahin haben wir zum Glück noch eine eigene Energiequelle dran. Zum Glück. Nachfüllen. Und ich guck mal, wie weit wir schon sind in der Aufnahme. Bis so, da bin ich wieder, wir sind bei 12:35. Das heißt, gleich ist die Folge auch zu Ende. Dann werde ich offscreen erstmal die Kabel richtig verlegen und wieder schön machen. Genau rechtzeitig rangegangen. Was keine Wetten mehr drin gewesen. Wir haben ja wieder ein massig neuer. Wir müssen halt machen natürlich ein paar Stack, was hier fehlt, habe ich gerade auf Screen noch mal einen Rushing Table gemacht. Gut. Die Maschinen arbeiten seitdem auch viel schneller. Wir gucken mal. Das heißt, wir können locker viel mehr jetzt anschließen auch an das System. Machen wir erstmal so bitte, dann ist hier auch ein Anschluss vorhanden an das Sägewerk und die das Ladegerät. Auch wenn wir es da hinten erstmal bräuchten, aber sicher ist sicher. Ja. Kommt natürlich auch wieder rechtzeitig an. Ja, ob das reicht. Das letzte, was wir gefarmt haben. Ich lasse es dann natürlich auch weiterlaufen. Wir haben schon anderthalb Stacks inzwischen, obwohl wir bestimmt schon einen halben Stack fast gesetzt haben. Und ich gucke gleich noch mal. Ja, gleich dürfte die Folge auch zu Ende sein. Es wird jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Deshalb sage ich schon mal, ciao, bis zum nächsten Mal.